Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge, die sich mit der Frage beschäftigt, ob die UiPath-Aktie ein interessantes Investment ist. Alle Texte sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie dienen lediglich der persönlichen Information und geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder. Bevor wir mit der Folge beginnen, möchte ich euch auf meinen Instagram-Kanal, das Aktienalpaka, aufmerksam machen. Wer Interesse an aktuellen Börsennews und Aktientipps hat, kann mir gerne folgen. UiPath wurde im Jahr 2005 von den rumänischen Unternehmern Daniel Deins und Marius Tirca gegründet. Das Unternehmen startete in Bukarest und eröffnete später Niederlassungen in London, New York, Bangalore, Paris, Singapur, Washington und Tokio. Im Jahr 2017 verlegte UiPath seinen Hauptsitz nach New York, um näher an seinen internationalen Kundenstamm zu sein. Im Jahr 2016 hatte das Unternehmen 100 Kunden, die 2017 auf 700 Kunden anstiegen. 2018 wurde es offiziell ein Einhorn und überschritt einen Firmenwert von 1 Milliarde US-Dollar. Im Jahr 2019 überschritt UiPath die Marke von 5.000 Kunden weltweit. Nach mehreren Finanzierungsrunden durch Wagniskapitalgeber wurde der Firmenwert im Februar 2020 auf über 35 Milliarden US-Dollar bewertet. Am 17. Dezember 2020 berichtete Bloomberg, dass UiPath vertraulich einen Antrag auf einen Börsengang, IPO, gestellt hatte. Am 21.04. war es dann soweit. UiPath ist eine Plattform für die Robotics Process Automation bzw. eben auch Robotics Process Automation AI, also künstliche Intelligenz, für Geschäftskunden. Hierbei werden Prozesse durch sogenannte Software-Roboter, also Bots, erlernt und automatisiert ausgeführt. Das ganze Thema wirkt natürlich auf den ersten Blick wieder sehr abstrakt. Deswegen möchte ich auch noch mal ein, zwei Worte zum Geschäftsmodell verlieren. Persönlich sehe ich mich dafür auch in einer eigentlich ganz guten Position, da ich 2 Jahre oder etwas länger als 2 Jahre waren es bei einem großen deutschen Versicherer die Robotics Process Automation Abteilung oder kurz RPA Abteilung eben mit aufgebaut habe und dort auch mit für die Entwicklung und auch die spätere Wartung der Roboter verantwortlich war. Wie kann man sich nun so einen Roboter vorstellen? Eventuell kennt der ein oder andere von euch noch die sogenannten Maus-Recorder-Roboter vor vielen Jahren. Gerade im Bereich Gaming war das früher teilweise gängig, dass wenn man sehr monotone Tätigkeiten hatte in irgendwelchen Rollenspielen, die online waren, dass man sich dann sozusagen einen kleinen Clickbot gebaut hatte, den man sozusagen beigebracht hatte, immer auf bestimmte Felder zu klicken. Das waren dann immer 3, 4 verschiedene und die hat dann eben dieser Clickbot automatisch ausgeführt und man hatte dann sozusagen, ja, ich sag mal, eine etwas leichtere Möglichkeit zu leveln. Und auch wenn das jetzt natürlich nicht eine Robotics Automation ist, also nicht eine RPA Automation, so ist es doch schon ein bisschen, würde ich sagen, waren das die ersten Anfänge dieser Idee. Und das möchte ich nochmal kurz erklären, wie eben diese Maus-Klick-Roboter funktioniert haben. Wenn ich jetzt wieder als Beispiel diesen Gaming-Bereich nehme, dann hatte man hier beispielsweise eine Gaming-Aufgabe, dass man, ich sag mal, im Bereich Holzfällen sich verbessern wollte. Dann musste man eben beispielsweise auf einen Baum klicken, den fällen. Das konnte man 20 Mal machen. Nach 20 Mal war das Inventar voll, das musste geleert werden und dann konnte man wieder weiterfällen. Das heißt, man hatte dann sozusagen den Klickroboter beigebracht. Klicke bitte immer auf die eine Stelle, wo der Baum ist. Wenn du eben dann das 20 Mal gemacht hast und 20 Mal da drauf geklickt hast, klicke auf dein Inventar, klicke auf Leeren und klicke dann wieder auf den Baum. Das Ganze hatte natürlich einige Fehler oder war sehr fehleranfällig, wie man sich vorstellen kann. Was passierte zum Beispiel, wenn aus irgendwelchen Gründen der Baum gerade nicht da war, weil vielleicht ein anderer ihn gefällt hatte? Oder was passierte, wenn sich eventuell die Kameraperspektive etwas verändert hatte und man eben, ja, beispielsweise jetzt nicht mehr in diesem Bereich, wo man eben den Roboter beigebracht hatte zu klicken, nicht mehr eben diesen Baum gefunden hatte? Also sprich, das waren jetzt praktisch die ersten Eingänge und die Anfänge dieser Idee. Und das ist, glaube ich, meines Erachtens schon ganz wichtig, um eben zu verstehen, wie sich das Ganze eben weiterentwickelt hat. Und jetzt von hier aus würde ich dann eben euch versuchen zu erklären, was denn jetzt eigentlich RPA ist.
Wie man bereits bei den Anfängen jetzt erkennen konnte, die ich gerade geschildert habe, waren die Roboter oder die ersten Roboter sehr, sehr dumm. Also sprich, es wurde keine Logik eingebaut, sondern es wurden nur stupide Klickabfolgen abgearbeitet, die auch nicht an bestimmten Objekten drangehangen sind, sondern einfach nur auf bestimmte Pixel des Bildschirms abgezielt haben. Und hier greift eben RPA an. RPA bietet eben die Möglichkeit, dass man einem Roboter wirklich explizit bestimmte Objekte beibringt. Und nicht nur das, auch eine bestimmte Logik. Man kann dem Roboter beispielsweise beibringen, hey, klicke bitte auf diesen Baum. Wenn du diesen Baum nicht finden solltest, dann schaue dich bitte um, ob du vielleicht einen anderen Baum findest und klicke dann auf diesen Baum beispielsweise. Und diese Logik ist jetzt praktisch oder ermöglicht es diesen Robotern auch wirklich für gewisse Geschäftsprozesse in der Arbeitswelt tätig zu werden. Beispielsweise lese eine Excel-Liste aus, wenn der Wert größer 5 ist, dann mach das. Wenn der Wert kleiner 5 ist, dann mach das. Man kann hier also eine gewisse Logik abbilden und damit wird das Ganze durchaus eben für Firmen interessant. Jetzt gibt es natürlich auch den Begriff eben RPA, den ich jetzt gerade versucht habe, bereits so ein bisschen zu erklären. Aber was in diesem Umfeld auch immer ein bisschen mitschwingt, sind gerade so Begriffe wie Bots. Ja, wir haben als Unternehmen ein paar Bots bei uns in der Firma laufen. Jetzt ist halt die Frage, was ist denn überhaupt ein Bot? Und das, ehrlich gesagt, wissen sehr viele Unternehmen, habe ich das Gefühl, teilweise selber nicht. Aber im Prinzip ist ein Bot eine Kombination aus vielen verschiedenen Punkten. Und wenn diese verschiedenen Punkte zeitgleich eintreten, dann handelt es sich eben um einen aktiven Bot. Also was braucht man eben dafür? Zum einen braucht man einen Lizenzkey. Man muss von einer Firma, die eben diese RPA-Software anbietet, wie beispielsweise eben UiPath, eine Lizenz kaufen, um eben diesen Roboter überhaupt laufen lassen zu dürfen. Auf der anderen Seite braucht man natürlich die entwickelte Software. Ähnlich wie bei einem Computerprogramm muss man natürlich einen gewissen, ich nenne es jetzt mal Code, entwickeln. Und den kann man eben in der Software des Anbieters entwickeln. Also sprich, man braucht den Lizenzkey über den Anbieter und man braucht die Software des Anbieters, um eben dort den Roboter zu bauen. Als Firma selber muss man natürlich noch die Infrastruktur zur Verfügung stellen. Man muss einen Client oder irgendeine Plattform zur Verfügung stellen, auf der der Roboter dann eben performen kann. Das kann entweder ein statischer PC sein, auf dem der eben laufen kann, aber es kann natürlich auch ein virtueller Client sein. In den meisten Firmen ist das ja eher dann, sind das eher virtuelle Maschinen. Und dann braucht man natürlich noch einen sogenannten technischen User, über den das Ganze dann eben abgefrühstückt wird. Es kann natürlich auch ein menschlicher User sein, aber dann geht natürlich ein Stück weit der Effekt eigentlich von RPA verloren, weil der Mitarbeiter kann ja in der Zeit, wo der Roboter sozusagen an seinem Bildschirm arbeitet, ja selber nicht arbeiten. Und wenn das natürlich über den menschlichen User und seine Arbeits-ID läuft, dann ist er ja sozusagen selbst arbeitsunfähig und dann gewinnt man natürlich keine Produktivität. Deswegen läuft es meistens über technische User. Die haben in der Regel die meisten Firmen, weil sie bestimmte Batch-Abläufe automatisiert laufen lassen müssen für irgendwelche Briefe, die verschickt werden. Und da kann man sich eben ein paar anlegen. Diese User müssen dann mit den entsprechenden Rechten ausgestattet werden, um eben diese Aufgabe auch erledigen zu dürfen. Und dann kann es eben funktionieren. Also nochmal zusammengefasst, es handelt sich um einen Bot, wenn man eben folgende einzelne Funktionen besitzt. Zum einen einen Lizenzkey des Anbieters, zum anderen eben die entwickelte Software in der Plattform des Anbieters. Zum anderen muss man eben einen Client zur Verfügung stellen und außerdem einen sogenannten technischen User. Und dann ist es eben, wie gesagt, so, dass der Roboter eben das menschliche Verhalten versucht nachzuahmen. Man kann den Roboter eben sehr intelligent gestalten, wenn man eben da eine gewisse Erfahrung hat. Man kann da sehr viel Logik reinbringen. Und aus meiner praktischen Erfahrung kann ich vielleicht auch ein paar Beispiele nennen, damit man sich auch vorstellen kann, was denn eben so ein Roboter eventuell erledigen kann. Wie gesagt, in meinem Fall war das eben im Bereich Versicherung. Es gibt aber auch ganz viele andere Branchen, in denen eben Robotics-Lösungen zum Einsatz kommen. Beispielsweise wurden Kündigungen vom Roboter eben erledigt. Außerdem im Bereich Kfz-Versicherung wurden Meldungen von Jahresfahrleistungen eingetragen oder Durchführung von Einwohnermeldeamt, Rückfragen, also beispielsweise, wenn Briefe eben rausgeschickt wurden, die sind zurückgekommen, weil scheinbar die Adresse eben nicht mehr korrekt war des Kunden, dann wurde immer automatisiert eine Einwohnermeldeamt-Anfrage ausgelöst, um eben dann eben die korrekte Adresse des Kunden zu erfahren. Ansonsten eignet sich das ganze Prozedere natürlich auch sehr gut für einmal Behebungen von irgendwelchen Fehlern, die in Produktion aufgetreten sind. Also wenn man, sagen wir mal, man hat einen Bestand von
20.000 Verträgen, die irgendwie, wo man irgendwie bei einer Migration irgendwas kaputt gemacht hatte und man muss diese Daten irgendwie korrigieren. Anstatt dass dann irgendein Sachbearbeiter diese Verträge korrigiert, könnte man das beispielsweise dann auch einem Roboter beibringen. Der CEO von UiPath ist Daniel Deins. Dieser ist 1972 in Rumänien geboren. Laut Forbes beträgt sein Nettovermögen etwa 8,3 Milliarden US-Dollar. Er wird Boss of the Bots genannt und war der erste Bot-Milliardär. Ab dem 3. Dezember 2020 war Deins als die reichste Person in Rumänien aufgeführt. Deins arbeitete von 2000 bis 2005 für Microsoft in Seattle, Washington. Später kehrte er nach Rumänien zurück. Deins startete DeskOver 2005 in Bukarest, Rumänien. Er benannte es später in UiPath um und verlegte seinen Hauptsitz 2018 nach New York City. Er erklärte, er wolle, dass UiPath eine Art Google oder Facebook in Rumänien sei. Deins Vater war Ingenieur, seine Mutter Lehrerin. Die Entwicklung seit Börsengang betrug ungefähr plus minus 5%. Da der Börsengang auch erst vor kurzem war und die Aktie etwas volatiler ist, ist das sehr schwer zu sagen. Schauen wir uns als nächstes die Finanzkennzahlen des Unternehmens etwas genauer an. Diese sind ehrlich gesagt ziemlich beeindruckend. Der Umsatz konnte von 2019 148 Millionen auf 2021 knapp 600 Millionen deutlich gesteigert werden. Auch im Jahr 2020 betrug der Umsatz 336 Millionen. Das heißt, die Umsätze sind von 148 Millionen, 336 Millionen, über 600 Millionen deutlich gestiegen. Das Unternehmen selber geht von einem CAGR von 86% aus. Ein CAGR ist die Compound Annual Growth Rate, also die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate eines Unternehmens. Und die ist mit 86% sehr, sehr beeindruckend. Was mich aber ehrlich gesagt noch mehr beeindruckt als die Umsatzentwicklung, die wirklich phänomenal ist, sind die Kosten für den erzielten Umsatz. Denn diese sind fast über den kompletten Zeitraum identisch geblieben. Die Kosten für den Umsatz betrugen im Jahr 2019 noch 42 Millionen. Im Jahr 2021 lagen sie aber bei 65 Millionen. Also sprich, vom Verhältnis von 2019 auf 2021 ist weniger als die Hälfte an Kosten für den Umsatz on top gekommen, während sich aber der Umsatz an und für sich mehr als vervierfacht hat. Man erkennt hier auf jeden Fall sehr beeindruckend den Plattformeffekt, den UiPath hier eindeutig zu nutzen scheint. Die ganze Bilanz, wenn man sie sich aber natürlich in Summe anschaut, wirkt dann nicht mehr ganz so beeindruckend. Das hängt aber vor allem halt auch damit zusammen, dass halt auch aufgrund des Börsengangs einmalige Sondereffekte für bestimmte Vergütungen und so weiter in Kraft getreten sind und hier auch viele Sondereffekte mit reinschwingen. Was man allerdings auch sagen muss und was mir auch persönlich sehr gut gefällt, ist, dass UiPath sehr viel ausgibt für Marketing und für die Entwicklung. Und das ist meines Erachtens eine gute Investition, auch gerade in die Zukunft. Das erklärt vielleicht auch, warum das Unternehmen auch so stark wächst. Aber das sind natürlich Kosten, die vielleicht nicht dauerhaft anfallen. Aber wenn man sich natürlich rein die Kosten für den Umsatz anschaut, also was man an Support braucht, Lizenzen und Services und so weiter, dann sind die Kosten wirklich sehr, sehr überschaubar. Und man erkennt hier den eindeutigen Plattformeffekt, den UiPath hat und das bei einer durchschnittlichen Wachstumsrate von nach eigenen Aussagen 86%. Bewerten heißt doch immer vergleichen. Für den heutigen Vergleich habe ich neben UiPath auch Blue Prism mitgebracht. Blue Prism ist ebenfalls ein Anbieter von RPA-Software und war auch ehrlich gesagt der Anbieter, mit dem ich gearbeitet habe. Deswegen bin ich an der Stelle vielleicht auch etwas voreingenommen, aber da beide Unternehmen börsengelistet sind, dachte ich, ist es hier ein ganz spannender Vergleich. Kommen wir als nächstes oder zunächst erstmal zur Marktkapitalisierung. Die beträgt bei UiPath ungefähr 40 Milliarden US-Dollar. Blue Prism wiederum liegt gerade einmal bei 1,6 Milliarden. Der Umsatz von UiPath liegt ungefähr bei 600 Millionen US-Dollar, von Blue Prism bei lediglich 160 Millionen US-Dollar. Man erkennt also hier, dass von den Umsatzzahlen hier doch UiPath deutlich mächtiger ist, also praktisch wird der vierfache Umsatz erzielt. Allerdings ist natürlich auch die Bewertung mehr als 20 Mal so hoch anhand der Marktkapitalisierung. Das Umsatzwachstum von UiPath, je nachdem zukünftig welchen Quellen man da so glauben mag, beträgt ca. 65-81% und liegt bei Blue Prism bei lediglich 46% Umsatzwachstum, was allerdings auch noch sehr beeindruckende Zahlen sind. Das KUV, also das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei UiPath, liegt bei 66, was
Ja, also da fehlen mir schon fast die Worte. Wer meine Videos kennt, weiß ja, dass man bei ungefähr Bewertungen von einem KUV von 30 von Bewertungen der Dotcom-Blase sprechen kann. Gut, hier haben wir ungefähr den doppelten KUV. Also sprich, die Bewertung ist wirklich sehr, 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 sehr hoch. Blue Prism liegt hier bei einem KUV von 10. Die Bruttomarge von UiPath liegt ungefähr bei 80%, bei Blue Prism bei ungefähr 90%. Die beiden sind sich hier aber sehr, sehr ähnlich. Allgemein, da ich ja doch ein bisschen Erfahrung habe, was diese zwei Softwareanbieter angeht, und die Software eben auch kenne, wollte ich noch so ein paar Vergleiche, was das Geschäftsmodell angeht, reinbringen, damit man vielleicht auch so ein bisschen versteht, wie sich diese Unternehmen eben auch unterscheiden oder in welchen Punkten sie sich eben unterscheiden. UiPath ist meines Erachtens eher intuitiver. Es wird hier mehr erklärt, es ist nicht so technisch wie Blue Prism. Es wird mehr mit Bildern gearbeitet und das ist halt eher freundlicher. Gerade für Einsteiger ist es deutlich besser nutzbar. Außerdem hat UiPath das eindeutig bessere Marketing. Ich bin ja auch vorher schon auf die Marketingausgaben eingegangen. Also das scheint sich auf jeden Fall bezahlt zu machen, da viele Unternehmen einfach deswegen auch tatsächlich UiPath dann eben auch nutzen. Außerdem hat UiPath schon sehr früh darauf geachtet, eine starke Community aufzubauen, die sich eben auch untereinander unterstützt mit eben Support-Themen. Und da hat eben Blue Prism tatsächlich etwas geschlafen, weshalb der Support-Bereich bei UiPath tatsächlich stärker ist oder allgemein der Community-Bereich. UiPath ist meines Erachtens besser geeignet für kleinere, schnellere Lösungen, die man hier eben meines Erachtens leichter sich beibringen kann und leichter auch umsetzen. Außerdem ist es so, die Lizenzen unterscheiden sich etwas zwischen oder die Lizenzkosten unterscheiden sich etwas zwischen UiPath und Blue Prism. Bei UiPath ist es so, man zahlt einen größeren Fixbetrag, wenn man erstmal die Software anbindet für die komplette Struktur, die eben UiPath zur Verfügung stellt, und dann zahlt man noch einen kleineren Beitrag je Bot, den man eben laufen lässt. Bei Blue Prism ist es eben so, man hat keine anfänglich großen Fixkosten, sondern man zahlt einfach für jeden Bot etwas mehr als bei UiPath. Also der Unterschied ist hier ein bisschen am Lizenzmodell auch festzuhalten. Und es ist halt eben so, wenn man halt nur wenige Bots hat, dann lohnt sich wahrscheinlich die UiPath-Software eher weniger, weil man eben diese großen Anschaffungskosten hat. Aber es gibt dann irgendwann so diesen Break-Even-Point ab, ich glaube, ich habe das damals mal ausgerechnet, irgendwie 30, 40 Roboter. Und wenn man den eben überschritten hat, dann ist eben tatsächlich UiPath auch kostengünstiger. Blue Prism wiederum im Gegensatz zu UiPath ist eher technisch. Wenn man aber natürlich eine gewisse IT-Erfahrung hat, dann findet man sich da tatsächlich leichter zurecht. Außerdem bietet Blue Prism eher diese Template-Nutzung an. Also bestimmte Funktionen wie beispielsweise öffne Programm X können ja beispielsweise in mehreren Prozessen notwendig werden. Anstatt dass man das natürlich jedes Mal einzeln entwickelt, lohnt es sich dafür, Templates anzulegen, die dann für alle Prozesse gleichermaßen genutzt werden können. Und das ist einfach bei Blue Prism, weil die ja doch etwas, wie gesagt, mehr technisch sind, ist das deutlich leichter umsetzbar und verwaltbar. Außerdem ist eben Blue Prism, weil es eben doch ein bisschen mehr technisch ist, besser geeignet für größere und stabilere Lösungen. Und außerdem ist es auch so, dass Blue Prism tatsächlich, auch wenn es jetzt gerade nicht so rüberkommt, der First Mover ist. Also praktisch Blue Prism ist tatsächlich so etwas wie das Netflix in diesem Vergleich und UiPath eigentlich mehr oder weniger Disney, die dann oder Amazon, die dann nachträglich in diesem Bereich dann eingetreten sind. Blue Prism hat auch die ersten Studien, die man zum Thema RPA findet, wenn man sich die eben durchliest, die wird man eben hauptsächlich auch finden von Blue Prism, dass die eben dort beauftragt wurden oder von denen eben durchgeführt wurden. Und es lag einfach auch tatsächlich daran, weil die eben halt auch in dem Bereich die ersten sind. Das sind eben Engländer und UiPath, wie gesagt, eben kommt aus Rumänien. Kommen wir nun zu einigen positiven Aspekten. Das Unternehmen ist gründergeführt, davon bin ich persönlich immer ein großer Fan. Außerdem ist der Bereich Robotics, auf jeden Fall zumindest schon mal vom Hören her, ein absoluter Trend und viele Unternehmen bauen lieber, anstatt dass sie lange, kostenaufwendige oder kostenintensive IT-Lösungen umsetzen, lieber kleine Roboter, die eventuell das Problem auch erstmal beheben. Es ist außerdem kein jahrelanges IT-Studium erforderlich, man muss keine Programmiersprache können, um eben einen Roboter umzusetzen oder zu entwickeln. Das erleichtert natürlich auch hier den Einstieg für das Unternehmen an vielen Stellen. Grundsätzlich nimmt auch die Zahl der Roboter und damit die Lizenzerlöse stark zu, da die Software-Roboter eben sehr, sehr schnell entwickelt werden können
und eben auch schnell weitere Roboter dazukommen. Also hier ein kleines Beispiel: Für eine Entwicklung von einem durchschnittlichen Prozess braucht man vielleicht 1 bis 2 Monate, wobei das eben schon sehr optimistisch geschätzt ist. Teilweise sind schon in wenigen Tagen irgendwelche Robotics-Lösungen umsetzbar, mit natürlich einem gewissen Test und so weiter. Verlängert sich natürlich die Zeit. Aber grundsätzlich ist es wirklich ein sehr, sehr kurzes Zeitintervall. Wer in der IT arbeitet und weiß, wie lange da teilweise die Umsetzungsintervalle sind, weiß, dass da teilweise 3 Monate, 6 Monate oder ein Jahr sehr, sehr schnell vergehen. Außerdem ist es eben auch so, wenn man eben einen Roboter hat, der eben einen Task oder eine Aufgabe erledigt, dann ist es auch total leicht, dass man eben noch einen zweiten dazu schaltet. Und oder vielleicht einen dritten. Gerade im Bereich Kfz weiß man ja, zum Jahresendgeschäft kommen vielleicht relativ viele Kündigungen im Bereich Kfz. Dann kann man ohne Probleme einfach noch fürs Jahresendgeschäft 3 weitere Roboter dazu schalten und schon hat man die höhere Arbeitslast abgefangen, anstatt dass man eben teuer Mitarbeiter einkauft oder Mitarbeiter holt, die man ja auch nicht so leicht wieder kündigen kann. Kann man hier eben beliebig sagen, okay, man holt jetzt einen Roboter dazu, den baut man vielleicht später wieder ab. Und dadurch steigen aber natürlich auch die Lizenzerlöse, weil die Unternehmen ja doch immer meistens gern noch ein bisschen Puffer behalten und lieber nochmal eine Lizenz mehr haben als zu wenig. Außerdem sind auch zukünftig weitere technische Entwicklungen denkbar. Also eventuell ist es tatsächlich auch anhand von gewissen Process Mining Tools auch denkbar, dass beispielsweise der Roboter beigebracht bekommt, technisch, an welchen Stellen ein Sachbearbeiter immer hängt vom System und sich dann eventuell mal selber zusammenbaut. Oder beispielsweise, wenn jetzt irgendwie eine Veränderung an der Oberfläche eintritt und er eigentlich auf die Nase fallen würde, weil er nicht mehr sich auskennt, könnte es beispielsweise auch sein, dass er irgendwann so intelligent wird oder die Software so intelligent wird, dass sie selbstständig auch mit diesen Fehlern umgeht. Und es ist tatsächlich auch jetzt schon so, dass man auch Robotics sehr gut für das Process Mining nutzen kann. Also es wird tatsächlich jeder Schritt, den der Roboter macht, jeder Klick wird protokolliert. Und hier kann man auch sehr gut erkennen im Nachgang, an welchen Tasks der Roboter besonders lang gebraucht hat. Also wo sind eventuell lange Antwortzeiten im System oder wo gab es eventuell Probleme. Und das kann man natürlich auch wiederum sehr gut nutzen, gerade Process Mining. Daten sind ja das neue Gold und sind in dem Fall sehr, sehr gut auswertbar. Und der Roboter, hatte ich ja bereits erklärt, der arbeitet rein mit den Oberflächen. Wie ein Mensch arbeitet er einfach mit den Oberflächen und mit den Feldern. Das bedeutet, er ist nicht an eine Anwendung gebunden. Also sprich, er kann jetzt nur Java oder er kann jetzt nur Excel oder Microsoft-Anwendungen. Das ist einem Roboter im Prinzip total egal. Er kann eigentlich mit jeder Oberfläche im Grunde genommen interagieren. Außerdem ist es auch so, dass er auch übergreifend für alle Sektoren eingesetzt werden kann. Also es ist nicht nur ein reines Versicherungsthema, das Ganze kann genauso in der IT-Branche oder in der Autobranche, in der Chemiebranche, also es sind eigentlich überall Einsatzfelder denkbar. Ja, es ist außerdem so, dass das Unternehmen, wenn man sich es ein bisschen genauer anschaut, auch sehr positive Mitarbeiterbewertungen hat. Wobei das, was ich hier ein bisschen eigenartig fand, das möchte ich noch dazugeben, ist eben, dass man dann feststellen konnte, dass es zum einen entweder super Bewertungen gab, also wirklich Leute, die absolut scheinbar begeistert vom Unternehmen sind, aber es gab eben auch ein paar Leute, die eben gar nicht begeistert waren. Irgend so ein Mittelding hat es da scheinbar nicht gegeben bei diesen Bewertungen, zumindest die, die ich gesehen habe. Und die Leute, die eben sich hier kritisch geäußert haben, haben sich eben so ein bisschen in die Richtung geäußert, naja, das Ganze ist doch eher ein bisschen mehr Schein als Sein. Ist jetzt doch vielleicht nicht alles so toll, wie das in den Medien immer kundgetan wird. Aber grundsätzlich der überwiegende Tenor der Leute war sehr, sehr positiv und auch die überwiegende Bewertung von UiPath war positiv. Kommen wir nun allerdings auch zu einigen negativen Aspekten. Zum einen natürlich die extrem hohe Bewertung. Die ist meines Erachtens einfach nicht gerechtfertigt. Natürlich kann man sagen, das Unternehmen wächst stark, die Bilanz bzw. die Finanzkennzahlen, die ich vorher aufgeführt habe, sind wirklich sehr, sehr beeindruckend. Aber meines Erachtens rechtfertigt auch das nicht diese extrem, extrem hohe Bewertung. Außerdem ist der Trend RPA meines Erachtens leicht überschätzt. Er wird von vielen als sehr sexy wahrgenommen. Ja, man setzt hier sehr, sehr schnell, kostengünstig eine kleine Lösung um und dann ist jeder danach glücklich. Leider ist es in der Praxis nicht ganz so einfach und es hat natürlich schon seinen Sinn, dass man eben auch grundsätzliche Softwarelösungen anbietet und halt auch sein System weiterentwickelt und eventuell komplette Sachen systemtechnisch automatisiert. Also man kann ja auch beispielsweise eine Kündigung oder auch einen Versicherungsantrag, um bei meinem Beispiel zu bleiben,
komplett systemseitig automatisieren, ohne einen Roboter. Es ist vielleicht ein bisschen teurer, aber es ist vielleicht wesentlich stabiler und nicht so wartungsanfällig. Also sprich, in der Regel ist es schon so, natürlich qualitativ hochwertiger, es sind definitiv Softwarelösungen oder Workflow-Systeme, die man hier einbaut. RPA ist hier eher so eine Art, ich nenne es jetzt mal, Übergangstechnologie, die eventuell unterstützen kann, bis eben das Geld für eine Softwarelösung vorhanden ist. Aber es sollte meines Erachtens nicht die endgültige Lösung sein. Außerdem ist auf jeden Fall Konkurrenz erkennbar. Ich hatte gerade auch schon das Beispiel mit Blue Prism gebracht, die ja auch deutlich günstiger bewertet sind, auch anhand des KUVs. Auch hier muss man eben halt auch aufpassen. Außerdem hat das gesamte Thema RPA eher einen schlechten Ruf unter den Mitarbeitern. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Oft wird das von den Mitarbeitern direkt in Zusammenhang mit dem Verlust von Arbeitsplätzen gesehen. Man selbst, wenn man natürlich eine RPA-Software umsetzen will, braucht den Input eines Sachbearbeiters beispielsweise, damit ein der erklärt, wie der Prozess abläuft. Die sind natürlich eher nicht so begeistert, weil die das natürlich indirekt dann damit verbinden, dass zukünftig ein Roboter ihre Arbeit macht und sie eventuell dann nicht mehr gebraucht werden. Das heißt, hier wird teilweise, also ich will jetzt nicht von Sabotage sprechen, aber es wird natürlich an manchen Stellen auch vielleicht nicht gerade vom Mitarbeiter extrem positiv versucht, diesen ganzen Umsetzungsprozess zu unterstützen, einfach weil sie eben halt auch aus reinem Eigeninteresse das eben nicht möchten. Es wird aber häufig eben von den Führungskräften und so wird es meistens positiver formuliert. Es heißt dann eben, es werden Mitarbeiter von lästigen Routinearbeiten entbunden. So kann man es natürlich auch sehen und so mag es auch durchaus sein, dass dann eben die Mitarbeiter Zeit haben, sich um andere Themen zu kümmern. Aber man muss ehrlich sein, natürlich spielt auch gerade so das Thema Produktivitätssteigerung, Senkung von Personalkosten eine Rolle. Außerdem ist es so, dass sich nur bestimmte Geschäftsvorfälle eignen für eine Umsetzung von einem Roboter. Der Prozess muss regelbasiert sein. Also um wieder in meinem Versicherungsbeispiel zu bleiben, wenn der Sachbearbeiter irgendwelche Entscheidungen nach Bauchgefühl oder nach seiner jahrelangen Erfahrung trifft, dann ist das natürlich nicht einem Roboter beibringbar. Also der Roboter muss klar wissen, wie gesagt, bei einer Summe von größer 500 € Schaden, mach bitte das, bei kleiner, mach das. Also es muss klar regelbasiert sein und das Ganze muss natürlich auch in einer gewissen Häufigkeit auftreten und es sollte im Idealfall eine geringe Komplexität dahinter stecken. Also sprich, es eignen sich entweder sehr kurze Prozesse, von denen aber von der Anzahl her sehr, sehr viel auftritt. Dann hat man eine gewisse Bandbreite an Automatisierung oder aber man hat einen sehr langen Prozess und dafür aber eher weniger. Aber auch in diesen Fällen lohnt sich dann eben der Gesamtimpact. Aber man muss eben halt schaffen, hier eine gewisse Intensität auf den Roboter drauf zu bekommen, weil, wie gesagt, so ein Roboter kostet Entwicklungsaufwände. Wenn aber dann eben nur drei Vorgänge in der Woche kommen und die vielleicht 20 Minuten in Anspruch nehmen, dann hat man damit natürlich eventuell nicht seine 2 Wochen Entwicklungszeit gerechtfertigt. Also hier muss eine gewisse Schwelle übertreten werden. Und der Nachteil ist natürlich, je komplexer ein Prozess ist, umso fehleranfälliger ist er und umso länger benötigt er auch, um entwickelt zu werden. Und deswegen ist an der Stelle meine persönliche Erfahrung, dass man am besten fährt mit Prozessen, die eher kurz sind und in der Stückzahl eben sehr häufig auftreten. Außerdem ist eben eine Robotics-Lösung sehr wartungsintensiv. Ich hatte ja bereits beschrieben, dass man dem Roboter klar genau beibringen kann, auf welche Felder er klickt, mit welchen Anwendungen er zu interagieren hat. Und dafür bringt man dem Roboter mehr oder weniger die zugrunde liegenden Datenbestandteile dieser Felder bei. Beispielsweise, er soll auf ein Feld klicken mit OK, dann kann man ihm das eben sehr genau beibringen. Mal angenommen, dieses Feld, also es gibt dann ein Software-Update und dieses Feld heißt zukünftig nicht mehr OK mit OK geschrieben, sondern OKAY. Dann würde das dazu führen, im Zweifel, je nachdem wie es entwickelt wurde, dass der Roboter dieses Feld nicht mehr erkennt und an der Stelle auf die Nase fällt. Das heißt, man muss den Roboter wieder anfassen, man muss es korrigieren, man muss es wieder vertesten und dann kann man den Roboter wieder laufen lassen. Das ist jetzt im Einzelfall, mag das jetzt nicht so dramatisch klingen, aber je größer der Konzern ist und umso mehr Systeme bedient werden, umso mehr Implikationen hat das. Und natürlich, je mehr Roboter man hat, umso mehr muss dann auch gleichzeitig repariert werden. Diese Roboter sollen ja, wie ich es bereits beschrieben habe, ja auch Arbeitskapazitäten ablösen. Beispielsweise, man hat jetzt hier 10 Roboter, die eventuell die Arbeit von 15 Mitarbeitern erledigen und die können dann aufgrund
einem Software-Update der Hauptsoftware, weil sie bestimmte Felder nicht mehr finden, nicht mehr arbeiten, dann entspricht das eben demselben Äquivalent, wie wenn jetzt eben für die Firma 15 Mitarbeiter nicht mehr arbeiten können. Das ist natürlich hochkritisch und ja, meines Erachtens einer der größten Nachteile. Außerdem ist es so, dass das Management aus der, ich nenne es jetzt mal, Old Economy-Ecke stammt, zumindest was jetzt die Technologie angeht. Also teilweise eben aus von General Electrics, von Dropbox, Microsoft, HP oder von unterschiedlichen Beratungsfirmen. Das wirkt jetzt auf jeden Fall auf mich jetzt nicht extrem innovativ. Kommen wir nun zum Fazit. Meines Erachtens ist UiPath ein sehr spannendes Unternehmen, aber schlicht und ergreifend zu teuer. Wer unbedingt rein möchte, sollte in Tranchen einsteigen. Wer grundsätzlich den Bereich abdecken möchte, sollte sich auch günstigere Alternativen wie beispielsweise Blue Prism etwas genauer anschauen. Technisch klingt alles immer sehr abstrakt. Aber wenn man sich etwas genauer mit den Themen beschäftigt, verlieren sie oft ihre Magie. Und das ist auch ein Stück weit meines Erachtens bei Robotics der Fall. Das heißt, auch hier sollte man die Möglichkeiten nicht unterschätzen oder nicht überschätzen und sollte hier klar, rational handeln und analysieren.